Eine Wüstenlandschaft mitten in Europa. Die Wanderdünen Fuerteventuras. Sie reichen bis zum Atlantik und bilden so einen der schönsten Strände der Insel. Über 10 Kilometer feinster Sand locken jährlich gut 2 Millionen Besucher an. Es ist einfach nur schön hier. Auch die Menschen und die Gastronomen sind freundlich und hilfsbereit. Und die Landschaft ist großartig. Und hier der Sand gefällt uns jetzt am besten. Und die Temperatur. Die Mischung aus Vulkan und Sand. Die ist schön, ja. Hier sieht man, dass die Natur so viel schönere Dinge baut als der Mensch. Das Meer, aber auch diese Landschaft, das ist so viel authentischer. Bei Wind gehören die Strände den Windsurfern und Kitern. Auf Fuerteventura weht ein beständiger Passatwind aus dem Norden. Jedes Jahr werden hier deshalb auch Windsurfmeisterschaften ausgetragen. An den felsigen Stränden im Norden der Insel sind dagegen die Wellenreiter zu Hause. Denn hier an den Riffen brechen die Wogen gleichmäßig. Wer noch nicht Wellenreiten kann, der lernt es in einer der zahlreichen Surfschulen der Insel. Zum Beispiel hier bei Fresh Surf in El Cotillo. Surflehrer Andy Colepsis erklärt zuerst, wie unterschiedliche Wellenhöhen entstehen. Hier auf Fuerteventura gibt es viermal täglich Gezeiten, einen gleichmäßigen Wechsel von Ebbe und Flut. Dann geht es an den Strand, ganz in der Nähe von El Cotillo. Nach den Trockenübungen an Land wird es ernst. Die ersten Surfversuche im flachen Wasser, noch recht wackelig. Immerhin, die Wellenhöhe ist heute perfekt für Surfneulinge. Hier haben wir das ganze Jahr über Wellengang. Und je nach Jahreszeit gibt es kleine Wellen, größere Wellen oder auch richtig, richtig große Wellen. Deshalb nennen wir es auch das Hawaii von Europa. Es geht ins Landesinnere. Die kahlen Berge auf der spanischen Insel sind erloschene Vulkane, Millionen Jahre alt. Zwischen den Gipfeln liegt Betancuria, die alte Inselhauptstadt, benannt nach dem normannischen Eroberer Jean de Betancourt, der Anfang des 15. Jahrhunderts hier landete. Heute ist Betancuria einer der schönsten Orte Fuerteventuras und das kulturelle Herz der Insel. Betancuria repräsentiert die ländliche und natürliche Seite von Fuerteventura. Hier ist es nicht touristisch, das hier ist nicht die Sonne- und Strandseite der Insel. Betancuria ist ländlich und beschaulich. Hier gibt es die traditionellsten Speisen und Getränke der Insel. Zum Beispiel in der Casa Santa Maria, in einem mehr als 200 Jahre alten restaurierten Bauernhaus. Serviert werden natürlich Tapas. Typisch kanarisch sind Papas Arrugadas, Kartoffeln mit Meersalzkruste und roter und grüner Soße. Weitere Spezialitäten der Insel? Alles, was von der Ziege stammt. Die Ziegen werden hier in Betancuria gezüchtet. Sie geben dem Käse einen ganz besonderen Geschmack. Serviert wird der Käse mit eingelegten Oliven und Wein von der Nachbarinsel Lanzarote. Weiter führt uns die Reise in den Süden der Insel, zum Botanischen Garten des Oasis Park. 8000 Palmen und fast 30.000 Kakteen wachsen hier, manche über 6 Meter hoch. Und der Park hat sich dem Schutz von einheimischen Inselgewächsen verschrieben. Es gibt gefährdete Arten, die nur an irgendwo einem bestimmten Berg, an einer Schlucht oder an einem Felswand vorkommen. Und wir versuchen, die hier zu haben und leisten damit unseren Beitrag zum Naturschutz. Denn in der Natur werden sie immer seltener. Zum Schluss geht es noch einmal ans Meer. Die Steilküste von La Parette im Süden fühlt sich ein wenig an wie das Ende der Welt. Auch das macht den Charme der rauen Kanareninsel Fuerteventura aus.